Good morning, meine Lieben, hier aus Walvis Bay in Namibia. Heute machen wir mal wieder etwas richtig Spannendes. Wir machen eine Quad-Wüstentour. Aber bevor wir das machen, gucken wir uns hier in dem Hotel Protea einmal das Frühstück an. Bleibt dran! Wir hatten ein leckeres Frühstück mit einer separaten Eierstation. Der Herr hat dir alle Eiervarianten gemacht, die du wolltest. Dann gab es ein wenig Brot zur Auswahl, ein bisschen Marmelade, ein Joghurt und Müsli mit Früchten. So Leute, jetzt startet hier auch schon unsere Quad-Tour. Wir sind hier gerade in der Quad-Station. Es gibt direkt eine Instruction. Da müssen wir jetzt einmal kurz mithören. Die Kinder vielleicht nicht. But I can. Okay, you, she. Die Kinder das machen nicht. Die Kinder wollen auch Quad fahren. This is not the adrenaline Quad Tour, like the, all the others. This is an educational Wusterausfahrt. So Leute, die Einführung ist vorbei. Wir gehen jetzt alle auf die Quads. Ich zeige euch noch schnell hier meinen Homie, den Marco und den Basti. Seid ihr ready für die Tour? Ja. Auf jeden Fall. Sehr gut. Wie heißt die Tour, Marco? Weißt du noch? Die Kuiseb Delta historische Quadbike Tour. Mega. Wir gehen uns so ein bisschen die Buschmanngräber und Tierspuren und die Dünen, das Frischwasser unter Boden und alles. National Geographic heute. Das werden wir uns alles anschauen, Leute. Ich bin gespannt. Los geht's. Es geht los. Guck hier, Janni, geh nach vorne, geh nach da. Das musst du sehen. Hier. The sand starts sliding at 33 Grad. Okay, wir kriegen jetzt hier noch eine Instruction, wie man eine steile Düne runterfährt. Das ist hier noch der Idiotenhügel. Wir werden gestern eher 100 Mal in der Runde gefahren. Aber später kommen noch richtig krasse Dinger, Leute. Das war viel zu schnell. Dann bremsen. Boah. Da kannst du auch langsam machen. Cool. Nein, Leute. Das ist ein Tuk-Tuk. Wir haben einen Tok-Tok-Käfer auch noch gefunden hier. Die Wassertrinke. Lass die Kinder das machen. Ja komm, sei eine Löwin. Nix. Wo ist dein Quad? Wo ist dein Quad? So, die Bettina muss jetzt entweder diesen Tok-Toki essen, diesen kleinen Käfer, oder die muss jetzt zeigen, dass sie diese Düne runterfahren kann. Kinder, was meint ihr? Wird die Mama das schaffen? Ja, nein. Ja, nein. Wer sagt nein? Wer sagt nein? Nein. Und was sagt der Janni? Die wird umfliegen. Nein, die fällt nicht um. Jein, jein, jein. Basti ist jein, hör mal. Jein. Bremsen! Wow! Komm wieder zurück, gib Gas! Gib Gas! Mama hat's geschafft, Leute! Daumen hoch! Leute! Das sieht nach nichts aus, aber das ist schon steil! Lena, gib Gas! Lena ist festgefahren! Lena ist festgefahren, Leute! Lena, erzähl mal, wie bist du stecken geblieben? Wie hast du das geschafft? Keine Ahnung. Du hast zu wenig Gas gegeben, oder? Wahrscheinlich. Und sie hat so ein goldenes Band hier, siehst du? Gold, cool. Die goldene Band ist ein Gasket in der Engine. Ja. Er lässt die Sand hier entgangen. Ja. So das ist ein weiteres Material, was macht, dass die Sand zwischen den Kopf und die Körper entkommt. Cool. Beißt der oder nicht? Oh. Ja.
Sie hat ein bisschen, bisschen gebissen. So, das ist ein junges Mädchen. Ein junges Mädchen. Gut. Oh mein Gott. No, lady. She lady. Didn't bite you and no. let go. Die wollte mich nicht küssen. Sie mag dich nicht. She don't like the German boys, huh? Nein, no. Jetzt ist er weg. Er schwimmt und dann Sand. Ja. So, geil. Er hat mir noch gerade gesagt, wir sind jetzt in einem Nationalgebiet, in einem sogenannten Nationalpark. Hinter uns, da ist das Stadtgebiet und jetzt geht's richtig rein in die Wildnis, Leute. Mal sehen, was wir da noch alles sehen werden. This is all that is left here. Hier sehen wir die alten Spuren von Tieren. Jani, gut! Yeah! Gut! Jetzt kommt der Bass wieder! Yeah! Ist das cool oder ist das cool? Geil! Ist der Hammer! Aber der Jan hat jetzt keine Angst mehr, ne? No mercy, no mercy! Ja. Ah, Leute, das ist so krass hier! Bettina! Mein Gott, der hat doch schon gereicht, damit es so fast. Das ist die Achterbahn, das ist so ganz cool, Leute. Krass, ganz krass. Das ist mega! Also, ich sage euch auf jeden Fall wieder mal ein Muss. Ein Muss, diese Tour zu machen, Leute. Und dann diese ist ein Gemsbock, oder? Gemsbock. Guck mal, hier ist ein Fußabdruck. Guck mal, die haben aber keinen Hallux Valgus. Ne? Was? Die haben keinen Hallux Valgus hier. Die Damen haben hier diesen. Ja. Guck mal, da könnte mein Fuß vielleicht reinpassen. Vielleicht, eventuell. Nicht da passt ganz. Meiner rein. Da passt deiner rein, ja. Und was ist da? Aber das ist nichts. Da ist auch einer, ja, ja, ja. Das war getestet die ganze. Wasserbüffel. Der Daggerboy. Guck mal, nicht Basti, nicht da rein. Hier haben wir eine Giraffe, Leute. Wie lange? Das ist schon krass. Und die ganzen Fußabdrücke, die sind hier, wie gesagt, um die 2400 Jahre alt. Das ist schon krass. Und dadurch, dass das hier Lehm ist, hat sich das dann mit der Zeit versteinigt und ist hier geblieben. Was ist das? Ja, was ist das? Eine kleine Giraffe vielleicht? Ja, Giraffe. Kleine. Die sind so ein bisschen länglich. Ist das eine Babygiraffe hier, oder? Ja. Und das hier, Leute, ist der Gärtner von der Wüste. Das ist nämlich ein sogenannter Mistkäfer. Und der sammelt quasi auch die Samen von den anderen Pflanzen, buddelt die ungefähr 10 cm tief ein, legt da seine Eier und sobald da Wasser auf die Samen kommt, wächst eine neue Pflanze. Also wirklich diese Tour ist wirklich sehr informativ und cool einfach. Ne? Mega! Ich will eine fangen, aber ich will einen Soldat fangen. Ein Soldat? Es gibt verschiedene. Den weißen Punkt. Guck nur mal hier. Er will ihn beißt. Ich hatte ihn. Wenn er mir beißt, dann setzt er Essig in die Wund. Ah, Essig? Ja. So, und er hat drei schwarze Flecke auf dem Bauch. So, ja. die Inland ist ein mehr schwarzig. Mhm. Und er hat nicht die drei Flecke. Also er ist ein Ballbeiter. Mhm. Sie sind nur Subspecies voneinander. Aber er will mir nicht beißen, wenn ich ihn nicht weh machen, weißt du? Aber du hältst ihn jetzt fest, ist das nicht für ja, ihn? Ich halte ihn fest, weil ich sage nur Quart. Ich sage, ja, ich sage ist, das ja. Und wenn ich früchte es und es ist auf den Grund,
Dann wo ein Loch da drinnen liegt, ein Eier da drinnen. So, man kann nicht ein Früchte essen, was auf die Grund war. Guck mal hier. Ja, ja. Und hier die Lava nur ausgekommen. Ja, die sind schon die Früchte ist reif. So, so diese alle, alle in der Luft. So. Die waren in der Luft. Mhm. Wollen wir mal probieren? Riechen mal, Rick, riechen das. Beiß nicht die Kerne. Oh, das riecht lecker. Okay. Dann riechst du das Apfel. Ja. Schlag mal jemand. Ich finde das ein bisschen anders wie nach Apfel. Leute, wir sind jetzt bei dem Buschmann-Grab. Hier ist ein Kindergrab zum Beispiel. And here you see a piece of a clay pot. Hier sieht man noch ein paar Zähne. I don't know if this is a Becken. That looks like a foot. Mm-hmm. Yeah. And this child. Boah, krass. Das war ein Künstler hier. Sehr cool. Kupferperlen. Kupferperlen. Wieder so ein Strauß. Ja, vom Straußenei, ne? Mhm. Krass, das war richtiger Schmuck. Ja, ja. Okay. Was war das hier? Die Patronen auf die Topf. Ja, wir sind dann auch genug gesehen. And this one, this bone is from a Cape Fur Seal, von den Robben hier. Oh, von Robben. Und da ist dieselbe Knochen. Ja, das ist ein big one. Elephant Seal. Oh, okay. Ah, ich krieg auch größere Seile. Und hier ist ein Hammer. Hammer. Und da ist ein Mahlstein. Mhm. Und verschiedene Henkel von den Töpfen. Mhm. Und hier, das ist ein Limpet in Englisch. Das ist der Name in Deutsch von dieser Muschel. Sie brauchen das als eine Tasche oder so. Ein Löffel. Ein Löffel. Okay. Das heißt ein Napfschnecke. Napfschnecke, okay. Krass. Und hier ist die Seite von ein Vertebra. Das passt hier. Wirbelkörper. Das ist von einem Elefant. Boah. Ein erwachsener Elefant, und das ist von einem Orca. Rick Werbel. Orca? Ja. Was? Von dem. Oh, von Killer Whale. Okay, den Friedhof lassen wir jetzt hinter uns und es geht weiter, Leute. Glaube ich. Wir haben hier diese Nara-Frucht gefunden. Jetzt dürfen wir bestimmt gleich mal alle probieren. Oh. Aber es ist sehr, sehr saftig. Ja. Look like orange. Ah. Huh? Yes. Kannst du mal probieren? Ja. Jay muss erzählen, wie es schmeckt. Keine Ahnung. Dann brech mal ab. Was rausholen hier. Brech mal ab. Jetzt kannst du hier was. Boah, wer probiert zuerst? Magst du? Ja, Janni. Und wie schmeckt's? Erzähl mal was. Wie schmeckt's? Kernrunden. Kernrunden? Lecker? Ja, dann muss ich auch mal probieren, dass es lecker schmeckt. So, meine Freunde, die Tour ist leider schon vorbei. Es ist wirklich sehr informativ, spaßig und abenteuerlich. Und ihr habt hier mit dem Fani, er ist der Einzige, der eine Lizenz hat, durch den Nationalpark zu fahren. Und der Marco sagt euch nochmal, wie das ganze Ding hier heißt. Ja, es ist die Kuisep Delta Tour. Und das ist hier, also die geht im Dorob Nationalpark und in der ältesten Wüste der Welt. Unsere Name Wüste. That's it. Woohoo! So,
So Leute, wir haben hier noch ein super leckeres Restaurant am Hafen entdeckt. Da gehen wir jetzt erstmal mit dem Marco ein bisschen was essen. Und ja, mal gucken, wie es schmeckt. Lecker. Super lecker. Tschüss.